Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Daisy, stand alone. Er macht eigentlich immer so. Falls Fall. Gut. Jetzt wird's gerade aber irgendwie neblig und düselig. Das ist schön. Und los. So, wir müssen zu 10.200 und 2.900. 10.200. Also eigentlich brauchen wir erstmal nur permanent geradeaus laufen. In die Richtung. Und, was war das? 2.900. Bist du? Ach da. Genau, in die Richtung müssen wir. Na, eigentlich wirklich nur die ganze Zeit gerade runter. Da müssen wir, glaube ich, auch eigentlich erst zum ersten. Nee, wahrscheinlich schon zum zweiten. Komm. Wow, erst einmal durchgelaufen. Ist einfach männlich. So. Wir haben... Ah, halt! Die hat kein Licht dran, ne? Das wollte ich nochmal gucken. Kann man hier auch Licht? Du hast eine Funzel an deinem Helm. Ach so, hast du noch eine Batterie dabei? Wie voll ist denn die noch? Dip, 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 Helm, 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 da. Ah, ich weiß nicht, wie schnell die leer geht. Habe ich echt keine mehr dabei? Wieso, nee. Wie voll ist er denn noch? Na, drei Viertel. Oh, meine Ohr. Ich habe die aber noch nie angehabt, eigentlich. Bringt die jetzt, würde die jetzt schon was bringen? So. Achso, Pistole hat, glaube ich, auch, ne? Wenn es hart auf hart kommt. Ja. Ja, wenn es hart auf hart kommt. Also, ich finde es geil, dass du das herausgefunden hast. Mit der Pistole. No. Rechts steht auch noch einer. Einzelner. Da kommt er. Da kommt er. Siehst du ihn? Siehst du den Walker? Oh. Oh. Hat sich versteckt. Er hat sich hingelegt. Er ist hingehockt. Nein, er ist tot. Er hat sich hingehockt. Er ist gerissen. Er ist ein gerissener Typ, ne? Gerissen. Am Schniedel wurde gerissen. Hä, wo ist der? Da links. Weiter. War der. Habe ich ihn gerade mal gesehen. Hier. Guck mal nach, ob der eine Batterie hat. Ah, sogar zwei. Hat er echt nichts dabei? Nein. Und du freust dich schon mit den weißen Autos wieder hochzufahren. Ist frei, können rüber. Okay. Was packst du da Apollo 13? Apollo 13, schlaues Tier. Wartet, bis du vorbei. Bam! Boah, ich hab Sprinten einfach mal fast über drei Viertel. Was ist denn jetzt los? Ich hab 55 FPS und meine Grafikkarte ist einfach zu 100% ausgelastet. What? Mhm. Was ist denn das jetzt? Okay. Ja gut, jetzt habe ich wieder permanent 60, aber... Sag mal, war da irgendwie ein Bug? Läuft der schon mehr von mir weg, ey. Ja, wieso? Du riechst halt komisch. Ich wollte es dir halt direkt ins Gesicht sagen. Guckst du, wie Bäume sich spiegeln? Das ist gefährlich. So der leichte Bodennebel finde ich schon cool. Wir hätten vielleicht nochmal Lagerfeuer mitnehmen sollen. Nicht, dass wir hier verrecken wegen Kälte. Ach, das laufen wir weg. Bist du dir sicher? Du kennst das Spiel. Wir hätten uns auch mal ein heißes Fleisch reinpacken sollen. Das einzige Gute ist... Also ich krepiere nicht, ich habe einen Wärmekiss. Ja, ich auch. Der Metallkochtopf ist bei 200 Grad. Wärmekissen, ich hab gleich einen Wärmetopf. Wärmestuhl. Was? Ich hab einen Stuhl, der mich wärmt. Wow. Ich dachte, du willst keinen Stuhl mit der Zeit so. Badum zisch. Ja, das ist ja auch widerlich. Aber lieber widerlich start. Nein, das ist einfach widerlich. Ey, guckst du Brücke voll krass? Dann bauen wir sofort eine Base. Weech. Wärmekissen? Ne. Ja,
Jagdmesser. Ich habe Erdwärmekiste gefunden. Wie funktioniert? Kleine Einwegwärmequelle. Hält dich für begrenzte Zeit warm. Ist das geil. Hast du echt auch eins mitgenommen, ja? Ja, das habe ich schon ewig dabei. Krass. Ich glaube schon seitdem das letzte Mal, dass es so derbe geregnet hatte oder so. Ah, da hat es nichts gebracht, oder? Nein, erst danach, glaube ich, hatte ich es drin. Ach so. Mit Wäschetrocknerfunktion. Da wird die Buchse ganz schnell heiß. Was? Alter, wir brauchen nur bei 10.200. Wir sollten mal weiter in die Richtung laufen. Du bist auch immer wieder weiter links gelaufen. Das wundert mich schon die ganze Zeit. Ich habe meine Maus nicht mal gedreht. Darum habe ich mich ja vorhin schon gewundert, warum du so weit links abgedriftet bist, obwohl wir ja geradeaus laufen wollten. Warte mal, theoretisch können wir... Warte. Perfekt wäre... So. So wäre es perfekt. Also wenn das Auto nachher 5 Meter weiter links oder rechts ist, dann darf ich dir ins Gesicht schießen. Okay. Was ist da? Hm. Er hat okay gesagt, das habt ihr alle gehört. Er darf sich also nachher überhaupt nicht aufregen, wenn ich das tue. Ihr seid Zeugen. Slap, 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 slap. Komm, kletter doch über den Dings. Trau dich, los, guck mich an, los hier. Und Ausdauer ist weg. Gebrochen. Ja, wollte ich kurz sagen, das auch noch. Ey, Wunder, dass es nicht mehr so ist. Das war ja früher wirklich so schlimm, ne, von so einer Höhe schon. Echt, ja? Alter, ja, das war, glaube ich, noch bei der Beta oder so. Das war richtig extrem am Anfang. Alter, wir müssen bis 2900, Junge. Was hast du hier gemacht? Wieso? Ich? Weil wir jetzt erst bei 11.500 sind. Wolltest du laufen? Jetzt laufen. Ja, sobald wir das erste Auto haben, können wir zum nächsten Auto fahren. Achso, das habe ich natürlich nicht aufgeschrieben, ne? Das hattest du ja, glaube ich. Naja. Ja, nicht aufgeschrieben, aber es ist einfach nur genau beim Rückweg auf der Straße. Also bei der Straße. Bei dieser fetten Todeskurven-S-Kurve da. Achso. Die genau über die Bahnschiene geht. Nicht da, wo die Bahnschiene drüber ist, wie so eine Brücke, sondern genau rüber geht über die Straße. Boah, ich habe irgendwie gerade einen Schuss gehört. Hast du einen Schuss? Warte mal, habe ich... Ich finde es geil, dass es jetzt so leicht dämmert. Warte, bringt die Lampe jetzt schon was? Oh ja. Er hat da vorhin auch schon was immer. Ja, naja. Das kann man jetzt so und so sehen. Immer läufst du von mir weg. Nicht so. Ich guck auch die ganze Zeit nach hinten. Blöder Hunger. Hör auf zu laufen. Ich schieß dir ins Knie. Geil! Ganze braune Spur hinter mir. Wow, hab ich doch noch ein dreifaches Arschloch geschossen. Oh. Oh, jetzt kommt gleich die ganze Bären. Hast du gerade geschossen oder was? Fragt der Bär so. Und du so. Naja, und Rudel Wölfe hoch noch. Die könnten. Aber die hört man ja Gott sei Dank vorher. Hoffentlich noch. Tja. Alter, ey, das sieht so geil aus mit dem Nebel, ne? Mhm. Alleine wäre es vielleicht sogar gruselig. Mhm. Da würde ich jetzt in die Hose machen. Ja, so wie immer. Wofür bist du bis weiter links? So. Ich
finde es auch geil, dass hier einfach abgebrochene Bäume mit dem Wald liegen. Das ist einfach nochmal viel atmosphärischer, viel realistischer. Bei jedem Spiel, ob es GTA ist, ob es Grand Theft Auto ist oder GTA, es stehen einfach alle Bäume. Hier gibt es schön viele abgebrochene Bäume. Mensch, wir müssen schon wieder ein bisschen weiter nach links. Hier ist sonst, hier sind noch ein paar Häuser. Willst du durch, ja? Leg gerade, ist hier. Können wir machen, können wir gerne machen. Wir haben Zeit. 2 Stunden. Naja, nicht ganz. Scheiße, ich wollte morgen früher anfangen. 1 Stunde haben wir noch. Starker Puls. Wow. Eine Brechstange, die damit kann man brechen. Damit kann man gut sich überbrechen. Zombie? Pass auf, ja, wollte ich gerade sagen. Warum schießt du? Oh nein, oder? Komm rein, komm rein. Komm rein, komm es rein. Es hat schlagartig angefangen. Ich glaub's ja nicht. Nee. Hier drin? Fuck. Was ist nicht denn ernst? Ja. Regenmantel. Ey, hier liegt jetzt wirklich ein Regenmantel. Ob das. Naja, die Hose, Regenhose oder so brauche ich vielleicht dann auch. Falls es das gibt. Scheiße, Alter, wir haben den Kack ausgestellt. Stimmt. Alter. Aber sonst haben wir den Server auch immer neu gestartet. Vielleicht gibt es so. Ja irgendwie doch so eine Zeitspanne. Wollen wir weiter? Im Regen. Ja, du hast die Regenmantel an. Naja, hä? Ja, hä? Verstehe ich nicht. Hier, warum machst du es nicht gleich bei mir? Los. Fuck, ey. Bleib da ausgezogen. Mensch, was soll denn das? Der kann doch nicht nass werden. Warte! Das muss ja wohl reichen, wenn man den in der Hand hält. Ja, warte, warte, halt den nochmal kurz nach vorne. Okay, wir können so. Los. Aber sachte. Scheiße. Hier, Zombie, fang! Hat er gut gemacht. Oh, der ist gerade mal abgenutzt. Alter, war wie, Junge. Oh, fuck, ey. Wie gut, dass wir einen Server haben. Aber wir können von Haus zu Haus laufen, das können wir trotzdem noch. Ja. Gleich kurz raus, der Typ. Eine rote Trainingsjacke. Es gibt auch rote Trainingsklamotten. Kommt immer mehr, ey. Du? Ja, doch jetzt. Rechnet. Boah, jetzt habe ich die ernsthaft in der Hand. Irgendwie hängt das gerade bei mir. Jetzt habe ich die in der Hand, ja, toll. Meine Dschungelstiefel sind abgenutzt. Bitte gute Klebeband. Mach die Tür zu. Achso, die Fenster sind auch alle kaputt. Lass die Tür auf, sonst zieht's nicht mehr. Hast du die Jacke jetzt liegen lassen? Nee, die wollte ich endlich reparieren. Die liegt unter dir. Die repariere ich lieber immer richtig. Hiermit. Ist halt ja. Guckst du mir dabei zu oder was? Oh oh. Oh oh, tschick. So, wie sieht denn die Hose aus? Abgenutzt, abgenutzt, makellos, abgenutzt, makellos, abgenutzt, abgenutzt. Prima. Prima. So, wo ist das nächste Haus? Aber wurdest du schnell als nass markiert? Dass du da nee, gar nicht. Mir auch nicht. Ja, da können wir eigentlich weiter. Aber bis jetzt echt nicht. Ist es aufhört. Was? Echt? Nee, bei mir nicht.
Bei mir ist jetzt aufgehört. Bei mir pisst es immer noch wie am ersten Tag. Gott sei Dank. Gott sei Dank, ich hab's überstanden. Oh, jetzt? Ja, okay. Ende im Gelände. Meine Jacke ist jetzt feucht. Ja, ist egal. Meine Hose auch. Das laufen wir weg. Komm mit. Das laufen wir. Genau. Wo bist du? Genau. Rechts. Ja, genau, jetzt. So, jetzt bringt doch die Lampe richtig vor. Oh, Junge! Dann wird's echt dunkel. Ich sag mal so, solange es nachts nicht irgendwelche speziellen Viecher wieder gibt. Super Zombies. Das wäre geil. Ja, vielleicht. Ey, wenn es hier so ein Super Zombie geben würde, wie damals hier bei Infestation. Oh. Die mal so übelst gekreischt haben, übelst laut, wenn man dann in die Richtung kam. Und die 5 große, dicke Magazine von der Mini gefressen haben oder so, wenn nicht sogar noch mehr. Das wäre heftig. Das wäre heftig, ja. Ich meine, eigentlich fand ich die auch immer geil. Also muss ich alles Zeug mal drauf. Ja, das Licht ist zwar sehr punktuell, aber wenn es wirklich... Wir kennen es ja von dem Spiel, es wird wirklich stockenduster. An sich geil, weil es einfach realistisch ist, aber an sich auch wieder scheiße, weil es zu realistisch ist. Was ich halt ein bisschen blödsinnig finde, es ist immer bewölkt. Anstatt dass mal der Mond irgendwie rauskommt und dann uns hier weiterhin beleuchtet. Oh Gott, du hast keine Lampen dabei, ne? Ich hoffe, das Auto hat Lampen drin. So. Ja, vorhin hatte ich noch einen drin, aber die habe ich rausgepackt. Fuck. Na, vielleicht hat jeder eine, das reicht ja hin. Oder eins hat zwei, dann können wir es ja umbauen. Ja, das wäre kein Thema. Aber welches hat dann zwei? Natürlich das andere. Fuck. Ja. Habe ich auch nicht mehr daran gedacht. Können wir Kopflampe an, man geht hoch. Setze ich mich vorne auf der Motorhaube mit der Kopflampe. Ja. Du setzt dich vorne hin, das passt. Ey, willst du ein bisschen Kupfer klauen? Können wir abgeben. Kupfer klauen. Oh, das klettert schon mal hoch. Das gibt richtig Kohle, denke ich mal. Oh, guck dir das an, ey. Da muss ich Licht anmachen. Oh, das ist so geil. Oh, ey, das haben sie im Spiel echt geil gemacht. Warte mal, das ist so ein kleiner, schöner Bach. Ob man hier gutes Wasser rausbekommt? Wenn du das trinken kannst? Ich nicht. Lecker an den Steinen, das reicht ja eigentlich. Nehmen wir von jetzt einfach mal eine Kanne mit. Rostov geht wohl nicht. Nee. Doch. Ja, jetzt sind deine. Jetzt. Ja, das hauen sie so. Ah, doch. Ich habe Antibiotika dabei, ich habe alles dabei. Ich übertreibe es einfach nicht. Ich habe jetzt zweimal voll diesen Kreis da voll gehen lassen und dann ist gut. So. Jetzt muss ich halt. Okay, mein Hunger geht 2 runter. Achso, ja klar. Ich habe ja getrunken. Wir müssen da in die Richtung weiter. Diesmal musst du aber wirklich weiter nach links. Hast du auch draus getrunken? Nee, ich habe jetzt erstmal nur die Kanne aufgefüllt. Was auch ich dann nachher, wenn ich was brauche. Achso, naja, ich bin gelb, deswegen habe ich mir so gedacht, gleich wegballern. No. Die Suppe. Nein. Das war ich ja vorhin, wo ich die Dose jetzt offen habe. Muss ich nur darauf achten, ob ich ein paar Kram da kriege oder nicht. Wenn, dann okay. Muss ich sofort hinterher schlucken. Gleich kriegst du richtig dünn Pfiff. Boah. Gleich schmattert das in der Hose. Das, oh, dann läufst du dir ein Wolf, Junge. Das quietscht richtig. Wenn die Bäume vor dir auch so leicht hell? Hm. Ja, ne? Ja. Jetzt, wenn du so eine Taschenlampe ringst und nicht rum. Sag mal, haben wir vielleicht die Knicklichter an, dass die deswegen das machen oder so? Aber eigentlich habe ich die nicht angemacht. Nee, meiner ist aus. Der ist komplett. Meiner eigentlich auch. Aber so würde ich mir das jetzt erklären, wenn das jetzt, weil das jetzt so ist.
Das wäre jetzt aber interessant. Hinten, ich habe ja vor hinten rot, wie beim Auto halt hinten rot und na gut, vorne grün. Ich hätte weiß lassen sollen. Ich habe beide weiß. Damit jeder weiß, wo dein Heck ist, ja. Bei mir wissen sie von jeder Seite, Bruder, guck mich an, Bruder, guck mich an. Ich glaube, wenn es stocken tut, das mache ich die auf jeden Fall an. Das muss wieder cool sein. Ja. Hey, sind wir schon unten? Ist da hinten schon das Meer? Ja, ich glaube, das rendert da hinten einfach nur nicht vom PC aus. Innen war doch schon bei 12.000, oder nicht? Warte mal. In die Richtung nur, weiter. Nur noch runterlaufen und dann nachher von der, zur Hauptstraße, dann da lang. Dann können wir vielleicht sogar schon das erste erwischen. Also das, was ach so. Nicht mitmarkiert war. Nee, das Wasser ist doch bei 14.000 oder so oder 16.000 gewesen oder nicht. Wir sind bei 10.000 und wir sollen eigentlich nur bis 10.200. Theoretisch müssen wir jetzt nur noch nach rechts laufen. Hm. Lass uns mal lieber. Ja, 10.200, also theoretisch müssten wir jetzt in die Richtung laufen. So dolle. Durch den Baum durch. Oh, gegen den Baum durch. Gegen. Lass ihn, ja, lass am besten zu dem Auto wirklich hingehen, wo wir es wissen. Oder du es mir gesayt hast. Da ist eine Militärbase. Okay. Das ist natürlich die Frage, ist das eine Bekannte? Rapante? So, hol ich schon mal mein... Wow! Okay, das war hell. Oh, halt, zurück. Du links und ich rechts. Hier ist nix. Hier ohne. Da, hier kommt er. Ich habe Parasiten. Ich wusste es. Bleib mal kurz hier und. Das war das hier, ne? Das hier. Genau. Oh, ich habe nur 4 davon. Was heißt Parasit? Parasit ist das, glaube ich, auch nicht. Wenn du nochmal einen Knicklicht siehst, sag mal Bescheid, ne? Mhm. Da läuft eins hier rum. Hier läuft eins rum. Du bist Knicklicht. Du bist ein Knicklicht. Zombie, Vorsicht. Ich höre es nur. Ich will dich rasieren. Hier draußen ist er. Irgendwann, wenn du mal ganz kurz AFK bist, rasiere ich dich. Nein. Dann sehe ich mir nicht bubihaft aus. Alter, er stirbt nicht. Er hat Weste, er hat Helm, er ist einfach voll der Tank. Pass auf, da kommt noch einer. Vorsicht. Oh, verdammt, das war tief. Läuft zu dir? Ich krieg ihn auch nicht. Wow. Dein Puls ist stark. Mein Leben? Wow. Ist er mir erschrocken? Ich hatte gerade 3 Leben nach unten. Blutig? Nein. Warum? Survival. Was soll das? Ja, du hast mich doch gar nicht getroffen. Du hast mich doch nicht mal berührt. Gut sagen. Okay, jetzt wird es wirklich dunkel. Ja, scheiße. Müssen wir schnell zu dem Kackauto. Hoffentlich hat es eine Lampe dran, ey. In die Richtung. Sonst haben wir echt Arschkarte. Dann können wir mit 10 km/h rumtuckern und mit unseren Lampen an den Helm rumeiern. Ja. Noch so weit in die Richtung? Ja, bis 2.900 und wir sind bei 8 bei 9.000. Ich glaube, bis vor da sind, ist es wieder hell. Oh, hier ist irgendwas, hier ist irgendwas. Für mich ist auch, dass ich nochmal ein Knicklicht finde, dass ich das in der Hand halten kann. Ah, hier ist eine Tankstelle. Oder ist ein Zombie? Guck mal, okay. Ich glaube, der kommt da nicht raus.
Oh, da sind mehrere. Wenn es hart auf hart kommt, laufen, ne? Nee, der eine kommt da echt nicht raus. Der hängt hier drin in dem Ding, in dem scheiß Rohr. Der wird nur aggressiv, kann auch nichts machen. Voll geil. Mobbing-Opfer. Guck hier. Warte. Ich hab hier mal einen Zombie angepflanzt. Vorsicht, hinter dir. Wo, da. Okay, zu dir. Oh, Alter, das ist so krass. Junge, er kommt angerannt. Ah, töte, genau. Opa, los, leg dich hin. Ein feuchtes Grab. Und was hat er an feuchtes Nix? Haben wir noch eine Blendgranate zu Hause? Ich würde die jetzt mal gerne schmeißen, um zu gucken, wie hell die ist. Ah, ne, ist das, oder? Doch. Zu Hause haben wir auf jeden Fall eine. Die habe ich bei mir in dem Enfass. Auch eine M4? Also genau die hier? Die, diese richtige Blendgranate, ja. Ja? Oh Gott, entsichern und werfen. Schmeiß weg das Ei! Wow. Naja. Ich will mein Geld zurück. Ist ja eigentlich auch dafür gedacht, dass man da in der Nähe stehen muss. Ja. Aber ich dachte halt, Blendgranaten sind die nicht in Wirklichkeit so derbe hell, dass du sogar davon blind werden kannst? Doch. Nee, es war ja so, als ob du Sand im Auge hast. So richtige Schmerzen, ne? Na, wie? Was ist denn jetzt los? Was ist mit meiner Ausdauer? Ich bin jetzt bei der Hälfte. Wieso? Okay, keine Ahnung. Gut, erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert mich, gebt auch noch oben, schreibt in den Kommentar, wie euch das Video gefallen hat. Tschüss. Tschüss.